Und da ist er, Matteo Girardi. Runden Leichtgewicht. Ich denke nicht, dass es das Leichtgewicht ist, jetzt rein vom Körperbau her. Aber man wird sehen. Und da ist er, Marco Trentini aus Italien. Erste Runde. Beide Kämpfe in den Stand zur Mitte zu belehren. Jetzt rein vom Größenvorteil auf jeden Fall die Reichweitenvorteile und Größenvorteile bei Trentini. Girardi hier der untersetzte Mann auf jeden Fall. Aber nicht allzu krass der Größenunterschied. Und wir starten rein. Marco auf jeden Fall hier mit einer soliden Boxstellung. Er lässt seine Führhand ein bisschen hängen. Aber grundsätzlich solide Stellung. Ja. Jetzt eine variable Schlaghand von Girardi. Aber Rabel für Hans, sorry. Hier der erste Treffer im Ziel. Trentini macht auf jeden Fall Tempo. Wieder die Führung im Ziel von Trentini. Jetzt gefolgt von zwei Haken. Jetzt hat er ihn am Seil. Aber hat sich rausgedreht, Girardi. Provoziert hier Trentini. Ohne Deckung, mit offenen Augen. Erste Runde vorbei. Hier beide mit Kopfstößen. Jetzt denke ich, ermahnt sie auch der Ringrichter, dass sie das sein lassen sollen. Einen fairen Kampf abliefern sollen. So. Immer schön im Ziel, schön gekontert von Trentini. Hier wiederum ein Ziel von Girardi. Also eigentlich großen im Ganzen eine relativ ausgeglichene Runde. Ich würde sogar noch tendieren, dass dann Trentini die erste für sich entschieden hat.
Mal sehen, was die Punkterichter am Ende zeigen. Zweite Runde. Schöner Uppercut, gefolgt von einem Haken, von einem linken Haken im Ziel. Ja, jetzt muss fast der Kameramann dran glauben. Nicole Wesen auch hier im Bild. Hat er bei der letzten Bounce Fight Night geboxt. Amtierende WBF-Weltmeisterin. Körpertreffer zur Milz, nicht zur Leber, mit der rechten. Hat aber, denke ich, keine Wirkung gezeigt. Zweite Runde vorbei. Gut abgefangen von Giraldi mit der Führhand, mit dem Führhandhaken. Hier zweimal auf dieselbe Stelle von Trentini. Dritte und letzte Runde hier wieder. Für mich aktuell leichte Vorteile bei Trentini, weil er einfach mehr macht für den Kampf. So, und hier der Knockdown. Führhandhaken im Ziel. Wunderschön. Giraldi nimmt die Hände hoch. Da hat er ihn kalt erwischt. Und jetzt wieder beginnend. Jetzt wieder den Knockout fast erzwingen. Wilder Schwinger. Öffnet sich die Lücke. Jetzt wieder im Clinch Giraldi. Will überleben. Trentini wieder gut abgefangen, Giraldi mit einer Führhand geraden. Jetzt bekommt der Kampf ja endlich Stimmung, muss man gestehen. Mit einem Clinch. ...40 Sekunden noch im Fight. Wieder schöner Führhandhaken im Ziel. F-
5 Sekunden noch, Stoß hinweg und wieder am Ringseil. Und der Kampf ist vorbei. Auf jeden Fall klarer Sieg für Trentini. Er hätte in den letzten Sekunden vielleicht noch den zweiten Knockdown erzielen können. Aber auf jeden Fall gebührender Applaus für Trentini, der wirklich eine super Leistung abrufen konnte.